Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und heute geht es endlich wieder los mit der Bundesliga und dementsprechend auch mit dem Bundesliga-Orakel. Ja, ich habe mich für Bayern entschieden, einfach weil ich davon ausgehe, dass Bayern diese paar Zentimeter mehr hat, also so ein bisschen besser reinkommt. Normalerweise Leipzig ja auch eine Mannschaft, die fähig ist, Bayern zu schlagen, das auf jeden Fall. Aber die sind auch des Öfteren mal eher so etwas schlechter unterwegs, sag ich mal. Und ich gehe davon aus, dass Bayern das knapp gewinnt. Also was heißt knapp? Tore, denke ich mir schon, dass viele fallen werden. Oh, hier haben wir schon das erste. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es so 2-1, 3-2 oder sowas wird, wo ein paar mehr Tore fallen. Aber wie gesagt, ich schätze das eben so ein, dass Bayern da so ein bisschen mehr die Nase vorn hat. Ja, hier läuft es jetzt im Augenblick ganz gut. Das überrascht mich jetzt selber gerade ein bisschen. Das hier ist nämlich die PS5-Version. Im Prinzip das erste Spiel auf der PS5, was ich FIFA-technisch hier absolviere. Insofern muss ich mich natürlich auch erstmal wieder ein bisschen in die Steuerung reinfuchsen und so. Ja, ich habe das Spiel auf Profi eingestellt, aber er hat auch schon geschrieben, so, dass er den Schwierigkeitsgrad eben an meinen Fähigkeiten anpassen wird. Na, wie es eben normal ist, wenn du das erste Spiel machst. So, jetzt gucken wir uns das ganze Geschehen hier mal an. Also ich finde, optisch sieht es eigentlich ganz gut aus. Es wirkt alles relativ clean. So, ich mag das mit dem Rasen, muss ich sagen. Das ist da auch so ein bisschen, ja, wie soll man das am besten beschreiben? So ein bisschen Dreck, wäre sowieso abseits gewesen, so ein bisschen Dreck rumliegt oder dass man eben die Fußspuren im Rasen erkennen kann. Das ist bitter. Hat er sich hier durchgespielt. Ey, dass die Pässe auch alle so sauber ankommen. Ja, da hat er mir den falschen. Ich hab den schon drin gesehen, da hat er mir den falschen Spieler gegeben. Das war ganz blöd. Da hat er zu dem Moment gewechselt, als der Pass kam, logischerweise. Aber der Spieler, den er mir da gegeben hat, der stand halt ein bisschen blöder. Ah, okay, Ulreich im Tor. Okay. Also das habe ich jetzt nicht extra eingestellt. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwie eine Begründung für oder so? Ist Neuer zurzeit verletzt? Und auf dem neuesten Stand bin ich denn noch nicht. Aber ist erstmal auch egal im Endeffekt. Oder nicht, dass er das hier als... ich gehe ja immer nur unter Anstoß und dann... Nicht, dass er das hier als Freundschaftsspiel aufgemacht hat oder sowas. Wer hat ihn nun? Nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Okay, alles ganz entspannt. Ja, wie gesagt, es kann auch eine enge Kiste werden. Also das... Davon gehe ich sogar ein bisschen aus. Ich kann mir nicht... Oder ich denke nicht, dass Bayern hier mal eben 5-0 oder so gewinnen wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele Tore fallen werden. Aber dass das eben nur ein Torunterschied ist oder so, ne? Also gerade bei Bayern und Leipzig, das sind meistens so Spiele gewesen, wo... Jedenfalls habe ich sie so in Erinnerung, ne? Dass da meistens viele Tore gefallen sind. Ne? Also ich werde das Spiel ja auch live gucken. Ah nein, Digga, du sollst doch nicht stehen bleiben. Und das wäre ja umso besser, wenn da auch viele Tore fallen. Wenn das so ein kleines Spektakel... Oh nein, schießt doch! Oh, was hat er denn gemacht? Ich habe nur auf Schießen gedrückt, aber na gut, ist halt auch schwierig. Mit dem Rücken zum Tor. Nee, du sollst ja nicht komplett zurücklaufen, Meister. Dass du im Abseits warst und da rausläufst, ist okay. Aber komplett zurücklaufen? Nee. Wichtig, dass er da mit dem Fuß dazwischen so kommt. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Ganz geschmeidiger Aufbau hier immer, ganz locker rangehen. Ja, ich überlege gerade, ob ich auch die anderen beiden Partien, also die anderen beiden Tage, am Sonntag und am Sonntag mir jeweils Partien raussuche. Und die dann auch Orakel. Ist jedenfalls so geplant, ne? Am Sonntag dann eventuell Dortmund. Oh, das war nicht gut. Okay.
Da stand meine Abwehr aber auch ein bisschen dullimäßig da. Okay, ich hatte es befürchtet, dass auf kurz oder lang da noch ein bisschen was... Ja, wäre natürlich gut, wenn meine Spieler sich hier auch mal ein bisschen bewegen würden. Bisschen so, bisschen so. Ja, die laufen immer wieder irgendwie diesen Step zurück. Ich weiß auch nicht, was das soll. Also irgendwie komische Einstellung. Aber ich war ja bekanntlich sowieso immer ein bisschen besser mit Dortmund als mit Bayern. Und wie gesagt, erste Runde kann schon sein, dass das Ding hier nach hinten losgeht. Aber mein Tipp in Real Life wird das Ding Bayern gewinnen. Oh, okay. Ja, Und ich sehe schon, irgendwas haut hier, glaube ich, auch mit den Dings-Einstellungen nicht hin. Die Zeiteinstellung ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch eingestellt. Aber das lassen wir jetzt in dieser Partie einfach mal so. Boah, stark gehalten. Vielleicht irre ich mich, aber mir ist so, als wenn wir ein bisschen... Ja, eine Minute oder so zu viel für die Halbzeit drauf haben, mindestens. So. Ja. So, jetzt gehen wir hier ein paar Meter. Ja, doch. Schönes Ding. Schönes Ding. Eigentlich sollte er zu dem anderen Spieler in der Mitte gehen, aber da hat er sich ein bisschen zu viel Zeit gelassen, beziehungsweise dann eben so gedreht, dass der Spieler die bessere Wahl war. Den habe ich gar nicht gesehen. Aber umso besser, wenn er mitdenkt. Oh, na. Ich habe gedacht, ich komme nicht an den Ball ran und habe deshalb weggeschossen. Und dann hatte ich den Ball auch doch auf einmal. Gedacht, der Gegner... Ey, das gibt's doch nicht. Ey, das ist doch hier Rumgetrolle oder was? Das ist bitter. Eine so eine blöde Ecke und das Thema ist durch. Oh, jetzt. Komm, lauf. Ja, das ist alles doof. Das ist alles doof. Da hat er sich einkesseln lassen. Das war natürlich ungünstig. Im Spiel kann man die Zeit ja nicht runterstellen. Aber es wäre sowieso doof, weil wir brauchen eh die Zeit, um jetzt hier nochmal ein Tor zu schießen. Nee, zu dem doch nicht. Ah, okay. Das ist cool. Ganz locker wieder aufbauen. Ja. Na, der läuft da im Abseits rum. Dann nehme ich den hier halt mit. Oh, ja, shit. Das war nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte, aber besser trotzdem als gedacht, weil der Ball ankam. Bei der 2004er-Version wäre der meistens dann eher nicht so... Boah, Alter. Da kannst du mir aber sagen, was du willst. Die sind mir, was das mit dem Toreschießen angeht, ein bisschen zu krass drauf. Okay. Ja gut, und dann kommt wieder so eine Nummer hier. Aber das war krass, die haben jetzt schon, das war schon mindestens der zweite Schuss, der so... Oh Mann. Dass die Verteidigung da auch immer so günstig steht, ey. Ja, schöner Aufbau wieder. Ne. Das ist nicht so geil jetzt hier gerade wieder. Komm. Oh, das kann... Komm rein damit. Da ist die Flanke. Ah nein, hau die Pille doch da rein. Gute Aktion, Ball ist raus. Ja, okay. Das. Shit. Ja, komm, bleib dran, bleib dran. Oh, was war das für ein Ausfallschritt? So, wenn du schon so einen Zweikampf machst, ne, dann musst du auch treffen. Ey, komm. Ist das. Ey, komm. Das ist doch Rumgetrolle. Was ist das denn für eine Nummer? Wie mein Spieler da. Also. Das war schon lame. Dann war das hier auch... Guck mal, wie mein Spieler sich da... Ich habe nur auf Schießen gedrückt. Keine Ahnung, warum er den Ball da noch lange annimmt. Der hätte den wegbolzen müssen. Da lässt er sich da so abzocken, ey. Meine Güte. Also das war nix. Oh, lauf dich doch besser frei, Meister.
Das ist halt das Problem, dass sie bis zum Schluss da irgendwie stehen bleiben und dann passt du zu früh? Ist der Gegner logischerweise da? Passt du zu spät? Hat sich das Thema für dich sowieso erledigt. Nee. Das war ein doofer Ball. Ey, das ist natürlich bitter, jetzt gerade zweimal geführt und dann... Aber das hat man schon gemerkt, so jedes Mal, wenn wir in Führung gegangen sind, kam der Ausgleich, okay, beim ersten Mal nicht, aber beim zweiten Mal, das war ja nix. Haben die eine Ecke oder was? Nee, ne? Gut. Wie stehen wir auch viel zu tief, das dauert immer eine Woche oder so, bis wir hinten wieder raus sind. Okay. Einfach rüber chippen und... Boah, mach das Ding doch rein! Weiß nicht, warum das so eine... Muss ich da noch doller drücken oder... Jo. Jo, wissen wir alles. Wird ja trotzdem nichts, selbst wenn ich mir das hier alles... Huh? Was war denn das jetzt für eine Nummer? Achso. Er will hier irgendwie... Ha, wieso... Toll. Also sowas finde ich jetzt nicht so geil, dass er da noch groß eine Ablenkung reinhaut. Nein, das war nix. Okay, rauf, rauf, rauf. Lass dich doch nicht wieder so auszirkeln hier. Alter. Die ganze Zeit X gehämmert und er braucht ja trotzdem irgendwie Ewigkeiten. Weiß ich nicht, also bei der PS4... Also... Mit der PS4-Version hatte ich auch so meine Schwierigkeiten. Aber ganz ehrlich, boah, die Pässe sind hier irgendwie für den Arsch. Also irgendwie fehlt mir hier so ein bisschen Genauigkeit. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal was umstellen muss oder so. Weil ich hasse das ja immer, wenn die Spiele so, oder die Spieler so wirken, als wow. Als wenn sie dadurch Matsch laufen. Na oben. Na, verdammt. Das hat auch alles wieder zu lange gedauert. Ah, das ist... Alles nicht so, wie ich es gerne hätte. Irgendwie ist da dann immer noch mal ein Spieler im Weg. Guck mal, auch das hier. Wieso läuft der Verteidiger da hinter dem Spieler lang? Okay, das war smart. Hat er kreativ gelöst. Also da bin ich gespannt. Wie gesagt, ich werde ja jetzt noch zwei weitere Spiele dann aufnehmen. Und dann gucken wir mal, wie ich mich mit den Mannschaften so anstelle. Vielleicht komme ich ja hier einfach nur nicht mit Bayern klar. Auf jeden Fall muss ich dran denken, die Zeit noch mal ein bisschen runterzuschieben. So. Ne. Ja, komm. Doch, der war gut. Der war gut. Okay. Ey, das gibt's nicht. Das dauert viel zu lange. Hat viel zu lange gedauert, bis er geschossen hat. Also, das geht definitiv besser. Ja, also es liegt vielleicht auch so ein bisschen am neuen Controller, dass ich mit dem noch nicht so ganz klar gekommen bin. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich auch so ein bisschen besser mit dem PS4-Controller, ja, wahrscheinlich einfach ein bisschen besser dran gewöhnt oder so. Oh, zudem doch nicht. Das ist das. Die brauchen so vom Timing her, brauchen die ewig, bis sie den Pass spielen, den ich brauche. Guck mal, auch der Pass... No. 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 Ja, komm. Also jetzt rasiert er mich. Jetzt macht er mich platt hier. Auch, also wie gesagt, der eine Pass so, der sollte überhaupt nicht da landen, wo er hingekommen ist. Also ich habe irgendwie so im Gefühl, als wenn er... als wenn er sich so die sucht... die am weitesten wegstehen, so, weißt du? Ja, es ist alles hier nicht so... Ja, auch den hat er wieder, ey. Komm, wir hatten auch Chancen, aber der Torwart hält einfach alles hier auf einmal. Ne, das sind... Weiß ich nicht, mit den Ecken komme ich nicht klar. Okay. Jetzt. Boah, das gibt's nicht. Wie er einfach jetzt auf einmal jeden Dulli-Ball hält.
Ecke kommt von Kimmich. Nee, kannst vergessen, der ist ja nicht mal annähernd dahin gekommen, wo er hinkommen sollte. Ja, also das war, weiß ich nicht. Erste Halbzeit war ganz gut so, aber irgendwie auf einmal hat der gegnerische Torwart alles gehalten und die Pässe waren ganz komisch. Weiß ich nicht, muss ich gleich mal mit einer anderen Mannschaft nochmal gucken. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, entweder es liegt am Controller so ein bisschen auch oder einfach an den Einstellungen. Ne? Natürlich liegt es auch daran, dass ich FIFA immer noch ein Noob bin, aber irgendwie habe ich so, es geht jetzt rein nur ums Handling, ne? Das Ergebnis ist okay, aber rein ums Handling, weiß ich nicht, da habe ich irgendwie so meine Probleme noch. Ich muss erstmal reinkommen. War ja auch erste Partie, morgen gibt's die nächste. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei und bis dahin sag ich einfach mal ciao.